Die Liebe ist stärker als der Krieg. Das zeigen Anastasia und Anton eindrucksvoll. Denn auch wenn sie zwischen Trümmern im schwer beschädigten Arbeiterpalast nahe des Rathauses von Kharkiv stehen, sie wollen heiraten. Und zwar jetzt. Dabei ist ihre Stadt, die zweitgrößte der Ukraine, schwer umkämpft. Es kommt immer wieder zu russischen Angriffen. Doch heute soll es um etwas anderes gehen. Er trägt sie auf Händen und erklärt den umstehenden Journalisten, warum ihre Hochzeit nicht warten kann. Trotz all des Schreckens, der in der Stadt Kharkiv und in der Ukraine passiert, gibt es einen Platz für die Liebe, es gibt Freundlichkeit. Seine Braut ergänzt: Freundlichkeit, Wärme, nur solche Gefühle werden uns allen helfen zu gewinnen, es zu überstehen. Und er möchte noch sagen, wir sollten zusammen sein und wir stehen für die Liebe. Bevor der Krieg in ihr Land kam, war Anton Zahnarzt mit einer eigenen Praxis. Seine Braut arbeitete als Krankenschwester auf einer Krebsstation. Kennengelernt haben sich die beiden als freiwillige medizinische Helfer. Gemeinsam verteilen sie Medikamente dort, wo sie gebraucht werden. Bei ihrer Arbeit im humanitären Zentrum hat es offensichtlich zwischen Anastasia und Anton gefunkt, erzählt ein Arbeitskollege des Brautpaars. Trotz des Kriegsrechts, trotz all der Schwierigkeiten, die jetzt passieren, arbeiten wir zusammen in einem freiwilligen Zentrum. Wir helfen Menschen, alten Menschen. Die beiden sind Mediziner. Während sie halfen und dabei waren, Medikamente auszuliefern, haben sie sich vor meinen Augen ineinander verliebt. Normalerweise würden sie ihre Hochzeit in dieser orthodoxen Kirche in der Stadt feiern, doch auch die ist beschädigt. Mehr als ein kurzer Besuch des Gotteshauses und ein paar Glückwünsche von Freunden und Familie sind nicht drin. Für die Trauung selbst geht es dann in eine U-Bahn-Station. Sie dient als provisorischer Bunker. Dort geben sich Anastasia und Anton unter den Augen des Bürgermeisters, umgeben von Arbeitskollegen, Freunden und Menschen. Im Bunker zu feiern, ist die richtige Idee. Denn zeitgleich geht auch der Krieg in Kharkiv weiter. Durch russischen Beschuss in der Stadt werden 7 Menschen getötet und 34 weitere verletzt, darunter 3 Kinder. Doch an diesem Tag kommt aus Kharkiv auch eine hoffnungsvolle Botschaft. Ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft ohne Krieg. Dank Anastasia und Anton.